Hi zusammen, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Es geht um ein Favoritenvideo. Der Titel verrät es ja immer schon, um was es in dem Video geht. Allerdings muss ich sagen, ich habe schon richtig lange kein Favoritenvideo mehr gedreht und ich dachte mir, es wäre auch ganz interessant, ein kanalbezogenes Favoritenvideo zu machen, denn Beauty und so ist momentan nicht mehr so aktuell bei mir. Also jetzt im Oktober möchte ich natürlich auch wieder ein bisschen so Halloween-Make-ups schminken, falls ihr da Lust drauf habt. Aber ich habe diesem Favoritenvideo jetzt mal das Thema Art-Favoriten-Favorites gegeben. Aus dem Grund, weil ich das gerne auch gucken würde. Jetzt habe ich sowas noch nicht gefunden. Wenn ihr wisst, wer solche Videos auch macht, schreibt mir das bitte unten in die Kommentare. Ich würde sowas total gerne lesen. Also im Grunde genommen geht es halt eben alle Favoriten, die ich euch jetzt vorstelle, darum, was ich letzten Monat im August richtig toll gefunden habe, was für Zeichen, Maltechniken, Basteltechniken ich gerne gemacht habe oder welche YouTuber im kreativen, malerischen Bereich mich inspiriert haben. Und deshalb würde ich sagen, fangen wir mit der ersten Kategorie an. Maltechniken, beziehungsweise generell Kunsttechniken, die ich gerne genutzt habe. Ausnahmsweise waren es jetzt im August zwei Zeichentechniken oder Maltechniken? Maltechniken. Und zwar ist die erste diese hier. Das sind, wie soll man das genau beschreiben, Aquarell mit Fineliner gemischt. Und zwar habe ich zuerst ganz wild drauf losgemalt und so Blumen gar nicht vorskizziert oder sowas, sondern einfach mit einem Pinsel und Aquarellfarbe die Blumen vorgemalt, aber sehr abstrakt, sage ich mal. Und danach habe ich dann mit Feinliner, sobald das Papier getrocknet war, so etwas grob, ich zeige euch das mal, sehr grob nur ja, die Umrisse sozusagen gezeichnet oder halt mal von außen oder hier oben habe ich zum Beispiel auch nur den Stiel dann gemalt. Ja, also ich fand diese Technik richtig inspirierend und ich muss sagen, es nervt mich ein bisschen, dass ich daraus nicht mehr gemacht habe, denn danach habe ich eine Challenge angefangen, die ich eh wieder nicht durchgezogen habe, aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall muss ich sagen, diese Technik habe ich im August für mich entdeckt und ich mag sie sehr, sehr gerne. Zu den Materialien, die ich dafür benutzt habe. Ich habe hier diesen Pelikan-Aquarellkasten und das ist so ein richtig einfacher und günstiger. Deshalb, er landet jetzt eigentlich auch nicht in meinen Favoriten, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass es noch bessere Aquarellkästen gibt. Und irgendwie, ich mag ihn, aber er erfüllt mich nicht so ganz mit Freude, wenn ich ihn benutze, weil die Aufmachung mich jetzt irgendwie nicht richtig anspricht und ich müsste da vielleicht mal was dran ändern, aber generell erfüllt er seinen Zweck und wie man sehen kann, sind die Farben auch ganz schön. Also man kann ja mit Aquarellfarben immer mehr Farben mischen, wie sie vorhanden sind. Und was allerdings zu meinen Favoriten gehört, sind die Staedtler Pigmentliner, aber zu denen sage ich euch nachher noch ein bisschen was. Die zweite Technik ist nämlich ebenfalls in meinem Spitzenbuch drin. Und zwar ist das diese hier. Ja, jetzt im ersten Moment erkennt ihr das vielleicht gar nicht. Aber es geht im Grunde genommen darum, Acrylfarbe mit diesen Metallflakes oder mit diesen Goldflakes zu verzieren. Und ich habe hier die Sustrenekräne Acrylfarben genommen, zu denen erzähle ich euch nachher auch noch was. Habe die ganz großzügig aufgetragen und dann mit dem großen Pinsel einfach runtergezogen. Und dabei ist dann eben dieses, ja, Geschmiere, sag ich jetzt mal, entstanden. Aber ich finde das total interessant. Also wenn man sich das jetzt mal genauer anguckt, da ist im Prinzip ja, so ein richtiger Verlauf irgendwie drin und durch diese Goldflakes, die ich hier so wie so ein Riss ein bisschen aufgetragen habe, wirkt das Ganze total interessant und ich mag die Farbkombination total gerne.
Also wirklich, ich wollte auch ein Bild machen auf einer Leinwand. Ich habe das jetzt auch mal hier. Allerdings komischerweise gefällt mir das auf der Leinwand gar nicht so gut. Deshalb habe ich auch noch keine Goldflecks drauf gemacht, weil ich mir noch nicht so ganz sicher war, ist das cool oder ist das nicht cool. Was sagt ihr? Soll ich da mal Goldflecks drauf machen oder soll ich da noch mal irgendwie nur mit Rosa und... Also seht ihr das vielleicht? Ich mag das halt nicht, dass hier so diese Striche da sind. Aber ich habe das halt eben so random aufgetragen und so sollte es ja eigentlich auch sein, dass es relativ, sag ich mal, zufällig ist. Und ja, vielleicht würden die Goldflakes da ein bisschen was ändern, aber ja, also in meinem Skizzenbuch gefällt mir das doch schon eher. Vielleicht könnt ihr ja mal irgendwie unten in die Kommentare schreiben, was ihr cooler findet. Ja, demnach, das sind meine zwei Lieblingstechniken gewesen. Wenn ihr davon was ausprobiert, zeigt mir das gerne. Verlinkt mich bei Instagram. Das gucke ich mir super gerne an. Dann würde ich sagen, gehen wir in die Kategorie 2. Und zwar meine Lieblings Malutensilien, Art Supplies, Malutensilien, kann man das sagen? Ich denke schon. Ich habe sie euch gerade eben schon gezeigt. Ganz kurz. Sind diese Acrylfarben von Sustrene Grene. Es gibt diesen Laden nicht besonders lange bei uns, oder noch nicht so lange bei uns. Es gibt ihn anscheinend in Berlin und Umgebung schon häufiger. Ich habe ihn, glaube ich, in Frankreich auch einmal gesehen. Ja, und da habe ich ganz zufällig einfach mal hier so diese Farben gegrabt, weil ich dachte mir so, wow, das ist ein wirklich schönes Rosa und das ist ein super schönes Mintgrün. Wollte das dann auch erst meiner Schwester schenken und dann habe ich irgendwie angefangen damit zu malen und ich fand das total schön. Also ich kann euch auch mal ganz kurz noch was zeigen, was ihr hundertprozentig in meinem Video schon gesehen habt. Das ist nämlich das hier gewesen. Das ist das erste. Und da habe ich tatsächlich mit diesem hier habe ich wieder angefangen zu zeichnen im August. Und das ist eben mit diesen Farben hier entstanden. Und ich muss wirklich sagen, also das mit dem Lila war ich jetzt noch nicht so ganz zufrieden, aber es ist trotzdem ganz cool, weil es so ein gräuliches Lila ist. Aber die beiden finde ich einfach super schön, wirklich. Und in Kombination damit mag ich auch diese Flakes sehr gerne. Die gehören auch zu meinen Favoriten. Diese Deko-Flakes habe ich mir letztes Jahr, glaube ich, bei Action gekauft. Oder war das noch dieses Jahr? Nein, ich glaube, es war letztes Jahr. Habe sie dann irgendwie nicht getraut anzutesten und jetzt bin ich da neulich wieder drüber gestolpert beim Aufräumen und dann habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich das ausprobieren. Und tatsächlich habe ich das, also diese Deko-Flakes, auf das Bild, was ich euch gerade gezeigt habe, mit ganz normalem Bastelkleber, also mit ganz normalem Brittstift sozusagen, mit diesem Klebestift, hier einfach so grob aufgetragen und dann mit der Pinzette, die hier mit drin ist, gerade drauf und dann halt, bin mir gerade gar nicht sicher, ich glaube, ich habe das einfach nur mit der Pinzette so drauf gedrückt und dann halt ein bisschen gerieben, dass das halt so ein bisschen bröckelig aussieht. Und ich muss echt sagen, diese Deko-Flakes, die sind schon nice. Und ich glaube, wenn die dieses Jahr nochmal, die müssten um die Weihnachtszeit wieder beim Action sein, hoffe ich doch, dann würde ich mir die, glaube ich, auch nochmal in Silber holen. Genau. Ich habe euch ja versprochen, ich sage noch was zu den Staedtler oder Staedtler Pigmentliner. Und ich habe diese Stifte schon so lange. Aber sie sind meine absoluten Favoriten. Ich benutze sie ständig und total gerne, weil sie nicht ausbluten, weil sie auch Acrylmarkern nicht irgendwie verschmieren oder sonst irgendwas. Also man muss sie trocknen lassen kurz, aber danach verschmieren sie einfach nicht mehr. Und ich, wie gesagt, ich habe dieses Päckchen schon so lange und ich glaube, der einzige, der langsam leer geht, ist der 02. Der Rest funktioniert noch einwandfrei. Oder die 01. Ich glaube, die 01 wird auch bald aufgeben, aber die 02 ist schon stark am zu Ende gehen. Und was ich halt auch super cool an diesem, ja, an diesem Stifte-Set finde, deshalb die Verpackung werde ich auch nie wegschmeißen, ist, dass man die halt so hinstellen kann und dann kann man da einfach so die Größe rausnehmen, die man braucht. Also wirklich eine
ganz, ganz große Empfehlung von mir. Und ebenfalls vom Action. Vielleicht kennen ihn manche. Das ist jetzt der falsche, aber es gibt mehrere davon. Das ist der Textilclou. Also er gehört auch zu meinen Favoriten. Denn die Kleber bzw. diese Glue-Geschichten da vom Action, die sind sehr gut. Und ich habe mir diesen Textilglue geholt gehabt, um Glitzersteine aufzubringen. Das habe ich euch in meinem T-Shirt-DIY-Video gezeigt. Beziehungsweise da habe ich es nur erwähnt, dass ich Glitzersteine aufgeklebt habe. Aber ich habe die mit dem hier draufgeklebt und ich habe bis jetzt noch keine Beschwerden gehört, dass die Glitzersteine wieder abgefallen sind. Wirklich. Ich mag die richtig, richtig gerne zum Aufkleben von sämtlichen Schmucksteinen und weiß der Teufel was. Große, große Empfehlung an euch. Und zum Schluss noch ein sehr simples Teil, aber ich muss euch auch gleich noch einblenden, was ich daraus gemacht habe. Und zwar auch vom Action. Diese ganz schlichte schwarze Wolle. Jetzt werdet ihr denken, was will die denn jetzt mit Wolle? Aber ich habe meine Wohnung umdekoriert, wie man vielleicht auch ein bisschen an meinem Hintergrund jetzt erkennen kann. Dann ist mir über Pinterest was in die Augen geflogen sozusagen und ich habe mir so eine Wall Decoration gemacht. Ich blende die euch jetzt mal hier schön ein, damit ihr das begutachten könnt. Und wirklich, für so Wall Decoration, guckt da mal bei Action vorbei. Es gibt richtig coole Wolldinger und ich meine, ich kann jetzt mein ganzes Leben wahrscheinlich mit dieser Wolle hier auskommen, weil das ist so viel und ich stricke halt nicht. Noch nicht. Kommt vielleicht auch noch. Seht ihr dann im nächsten Favoritenvideo. Oh, stricken finde ich jetzt auch ganz toll. Nee, also Spaß beiseite, aber diese Wolle ist auf jeden Fall auch eine Empfehlung. Und sie ist, wie gesagt, super weich. Genau, das waren jetzt so diese Sachen, die ich euch jetzt mal im August handlich vorstellen kann. Es gibt so ein paar Sachen, die ich euch so erzählen möchte. Und zwar habe ich eine YouTuberin entdeckt und die heißt Jordan Clark. Ich bin mir sicher, einige von euch, die im Do-it-yourself-Bereich unterwegs sind, kennen sie. Sie macht richtig beruhigende DIY-Videos und also ihre Videos sind so inspirierend. Die fangen schon toll an, weil sie halt eben so einen, ja, so wie so eine Einleitung mit Bildern uns bringt und dann hat sie so eine beruhigende Stimme und das ist einfach. Ich gucke diese Videos total gerne an. Also manchmal lasse ich sie auch einfach im Hintergrund laufen, wenn ich am Putzen bin oder so, weil ich das dann höre und dann sehe ich schon so, wie ihre Videos aufgebaut sind, weil die hat so einen ganz tollen Stil einfach. Also guckt euch mal ihre Videos an. Den Link findet ihr unten in der Infobox. Und die zweite YouTuberin, die ich auch super gerne schaue und ich finde es super cool, wenn sie auch zuguckt. Sie ist tatsächlich auch deutsch und das ist die Amelie with Love. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gesagt, aber ich glaube schon Amelie with Love. Der Kanal top. Mädels, diese Frau, ich höre ihr so gerne zu und sie macht jedes Video so wie so eine super schöne Erzählstunde. Also sobald ein Action-Haul von ihr online online kommt, gucke ich den sofort an. Die erzählt das so süß einfach. Das ist so, ach, da ist so viel Liebe irgendwie dabei. Also wirklich Amelie with Love oder Amelie Big Love sozusagen. Guckt ihre Videos bitte an. Bitte lasst ihr Liebe da. Diese Frau ist mir so ans Herz gewachsen. Das ist unglaublich. Wirklich. Also ganz, ganz großes Lob. Und falls du zuschaust, aber mach bitte immer so weiter. Wirklich richtig toll. Meine vierte Kategorie ist Filme und Serien, die ich gerne geschaut habe. Und jetzt werden sich einige fragen so, ah ja, das kann man ja in jedes Favoritenvideo mit reinpacken, aber ich habe anhand dieser Filme auch viel Inspiration bekommen. Ich habe Harry Potter und ein Stein der Weisen gesuchtet. Ich habe den Film im August bestimmt 4-mal angeguckt, weil ich habe die DVD-Box von allen Harry Potter Filmen und ich habe mir diesen Film einfach so oft angeschaut und ich habe auch Sachen gemalt, das habt ihr hundertprozentig auch in meinem Video gesehen. Also ich habe dann einfach mal so angefangen, so ein paar Sachen zu sketchen und das war so, ja,
dieses Magie-Thema, das hat mich total mitgenommen und auch so ein Stück weit wieder inspiriert und wieder so Magie und Fantasie und sowas. Also ja, der Film, ich finde den auch so toll, weil der noch so unschuldig irgendwie ist. Aber ich glaube, über Harry Potter könnte man eh 10 Videos machen, 20 Videos, 100 Videos. Was mich momentan echt überrascht hat, und da muss ich sagen, im August habe ich die auch viel angeschaut, ist Riverdale. Und das war so spannend einfach und irgendwie hat das auch wieder so meine Kreativität so in den Schwung reingebracht. Genau, das waren meine 2 Film- und Serienempfehlungen. Und zu guter Letzt möchte ich euch noch so ein Gadget dazugeben. Ich habe im Monat August total viel Tee getrunken und zwar diesen Blueberry Muffin. Ich weiß jetzt nicht, von welcher Marke der gerade ist. Er ist schon leer. Ich habe ihn im August einfach leer getrunken, aber der war so gut und ich liebe ihn. Ich liebe ihn einfach und ich muss ihn mir vielleicht irgendwann nachkaufen, aber momentan habe ich andere Teesorten, die ich ausprobiere. Und wie gesagt, das war im August auf jeden Fall mein absoluter Favorit. Abgesehen davon ist der August auch mein Lieblingsmonat. Nicht nur, dass ich Geburtstag habe, sondern also ich eröffne den August mit dem Geburtstag. Dann kommt meine Schwester, dann kommt meine Mutter. Und ja, dann ist der August auch schon wieder rum. Aber meine ganze Familie, außer mein Vater, hat da Geburtstag. Von dem her, ich finde den August ein wunderschöner Monat. Nicht nur, weil ich Geburtstag habe, sondern auch, weil es generell immer warm ist. Und ich bin ein totaler Sommermensch. Ja, das waren meine Favoriten. Ich hoffe, euch hat diese Art von Favoritenvideo gut gefallen. Wenn ja, lasst es mich gerne wissen. Das weiß ich nur, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst oder einen Kommentar. Das war jetzt irgendwie gerade... Entweder ihr lasst mir einen Daumen nach oben da oder einen Kommentar unten, in dem ihr schreibt, wie ihr es fandet. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann würde ich mich super freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Das ist total kostenlos und hilft mir auch noch dabei. Also ihr unterstützt mich kostenlos. Ist das nicht genial? Jeden Tag eine gute Tat, ne? Ja, ich würde mich auf jeden Fall super freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bye bye.